Ich will mal, wer hat das von euch schon gesehen, Chat, das Video? Ich, plus eins, nö. Daher der Teasy Call. Okay. Mich interessiert, ich will seine Reaktion zu dem Spiel wissen, weil es war ja natürlich ein besonderes Spiel anhand des Verlaufs, aber mich interessiert einfach, wie sehr der gebrochen war oder einfach das Gefühlschaos. Das interessiert mich jetzt. Und der letzte Vlog von ihm, der war ja auch wirklich gut. Gehen wir rein in ein Wechselbad der Gefühle, denke ich mal. Gebt mir einmal Feedback wegen der Lautstärke. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog mit mir, dem Simon, eurem Passt der Sound? Hier auf dem Zweikanal, Freunde. Ja, heute Schalke gegen Wolfsburg. Wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Lasst ihr auf jeden Fall auf dem Channel ein Like und ein Abo da. Ist wichtig für den Algorithmus. Und ein Sub. In den nächsten Wochen und Tagen jetzt wieder Passt sehr gut. Viele geile Stadion-Vlogs geben. Ich bin am Montag nämlich zum Beispiel auch bei Liverpool gegen Everton beim Merseyside-Derby. Liverpool! Das ist dann ganz entspannt. Da bin ich Fußballtourist. Heute geht's um meinen FC Schalke 04. Zweimal 0-0 in Folge. Lauter. Immer noch 18. Aber wir sind wieder näher dran und sollten wir heute 3 Punkte holen, dann habe ich auf einmal wieder Hoffnung. Scheiße, Digga. Dieser Verein bringt mich irgendwann auch ins Grab. Ey, aber das wird geil, Leute. Ich habe Bock, Freunde. Wir gehen jetzt ins Stadion. Der Ehrenbruder Tom Kraus habe ich eingeladen in diese Spielerloge. Da war ich schon mal letztes Jahr gegen Bremen. Genau, da haben wir auf die Fresse bekommen. Das ist ganz geil da. Lauter geht nicht. Mehr. Ich muss jetzt erstmal noch zum Mutti. Das ist das Lauteste, was geht. Ja. This is not good, Frisur. This is gar nicht gut. Was ist das? So, Freunde. Be ready, Junge. Ich sag euch ehrlich, be es ready. Gibt kein besseres Gefühl als frisch vom Friseur. Seid mal ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Ist er wieder bei Musti, Abi? Beste Leben. Jetzt gibt's auch heute einen freshen Sieg, hoffentlich. Sehr schön. Aber, guck mal hier, das Blaue. Man sieht die Arena schon. Wir sind gleich da. Oh, bei Roller fährt Freunde, er rein. Schaut euch dieses wunderschöne Stadion, Mann. Ah, wir gehen rein, ich bin gehypt. Ja, auch mal Echsen machen hier. Das ist es. Guck mal, der eine läuft, der ist. Da ist er doch, Musti Abi. Der andere macht's richtig. Freunde, wir sind heute wieder in diesem blauen Salon. Die Tickets kriegt man gar nicht zu kaufen. Das ist Spielerloge, hat uns der Ehrenbruder. Blauer Salon ist geil. Blauer Salon ist wirklich schick. Brauchen wir heute echt einen Sieg. Freunde, guckt euch alleine diesen Gang an. Junge, das. Alter, Kobiaschwili Legende. Das ist es. Wir sind eingekleidet. Hä? Boah, dann habe ich auch Dings gesehen, ey. Wenn das Licht ausgeht. Mit Steigerlied ist einfach Baba, ne? Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Schon kurzer Funfact am Rande, in meiner Ausbildung bei Ruhrkohle AG war das Bedingung auf dem Lehrgang, dass wir das Lied auswendig lernen. Das war einfach eine Challenge, beziehungsweise keine Challenge, aber das war eine Bedingung. Wir mussten das auf unserem ersten Lehrgang in Willingen lernen, das Ding. Jetzt nicht alle 7 Strophen, aber ich glaube die ersten 3, meine ich. Das Ding hat da gefühlt 7 Strophen. Bei der Nacht, denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Und saufen Schnaps! Fans beglückwünschen hier noch gerade in Nürnberg zum Einzug in die nächste Pokalrunde. Sehr geil. Und jetzt geht's gleich. Also auch mal richtig gelernt, maximal ja. Maximal geil. Freunde, sind wir heute auf Hoffnung 1-0. Wir brauchen Timmer, Timmer. 2-1. Alles, was du willst. Ja! Ja. Ein Supporter! Zusammen stehen, dann wird der FC Schalke! Ja, Mann! Und hier ist sie, die Mannschaftsaufstellung des ganzen Clubs von der ganzen Welt, des FC Schalke! So, insofern muss ich sagen, dass. Freunde, die Mannschaft ist da. Die Schalke mit der letzten 5-3er verdient hat. Im Schnitt war lächerlich. Ja. Habe ich auch mal vorhin in dem Talk dazu gesagt. Wer macht unsere Tore? Ich weiß auch nicht. Schalke. Filmt er 4 Spiel? Einfach tote Hose im Stadion, schade. Ja, perfekt, Digga.
Gibt Elfmeter für Wolfsburg und Karl. War aber ein Elfer, ne? Ja, nice. Keine Ahnung, ob das ein Elfer war oder nicht. Aber es ist bodenlos. Es weiß wieder keiner warum. Es gibt einfach für irgendwas Elfmeter. Ja. Bruder, das ist gottlos. Komm, Ralle, Junge. Komm! Ja! 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 Wer war der Spieler-Chat? Wer war das hier? Wer ist er hier? Bruder, willst du mich verarschen? Wie kann man denn mit dem Fuß so einen Nachschuss ansetzen, Alter? Das muss doch ein Verteidiger gewesen sein, Junge. Der will den Ball klären. Ne, Arnold hat den Elfmeter. Das war doch nicht Wind. Bro, den hätte ich sofort ausgewechselt. Ne, was ist das denn? Da musst du mit dem anderen Fuß nehmen, egal ob du damit schießen kannst oder nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Bei mir soll das scheißegal gewesen sein, ne? Für mich war das gut. Aber da dachte ich mir auch, Junge, was feiert der denn da, ey? Wo der den Ball hinpült. Ja, Mann! Let's go! Ole, ole. Ja! Ja, Mann! Hat er gut gehalten. Oh, gut, Abseits. Oh, was eine Variante, Junge. Freunde, halbe Stunde gespielt. Schalke, deutlich besser, muss man sagen. Wolfsburg hat jetzt gerade die erste Ecke. Aber... Das ist aber auch... Das ist so, wie Broski das sagt. Jeder wird das fühlen, der im Stadion sitzt. So, mal Fairness hin und aber für Zuschauer im Stadion ist das einfach beschissen. Ne? Das Spiel läuft weiter und auf einmal wird es unterbrochen. Keiner weiß was los ist. Auch bei einem Tor, dann freust du dich und dann weißt du nicht, kann ich mich wirklich freuen. Und das nimmt halt echt sehr, sehr viel Emotionen aus dem Sport. Also der Schiedsrichter ist komplett bodenlos. I prefer not to speak. Der pfeift da Sachen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. 4,5 Minuten noch, Wolfsburg hat jetzt einen dicken Freistoß. Und Arnold kann die treten, ist das Problem. Ja, wichtig. Schön scheiße getreten, das Ding. Halbzeit. Sehr starke erste Halbzeit. Also kurzes Halbzeitfazit. Ey, wir sind seit Quick Maths 225 Minuten ohne Gegentor. Moritz Jens ist so ein Upgrade da hinten drin. Ja, Schalke safe. Macht doch gut Druck, aber fehlt safe. So der letzte Pass, der letzte Kontakt. Aber ich bin echt zufrieden. Ist das nur mir aufgefallen? Ach, da mal oben rechts im Bild. Er hat so voll seine Chance genutzt, ne? Also, wie ist das denn da oben? Achte mal hier! Wir sind seit Quick Maths 225 Minuten ohne Gegentor. Jetzt nimmt er sich da. Aber ich bin echt zufrieden. Wolfsburg ist hier schlagbar. Come on, Junge, da geht noch ein bisschen mehr. Aber ich bin sehr, sehr Freunde. Es wird reingesnackt. Essen. Hier gibt so geiles Essen. Sag ich war jetzt ein paar Mal auf Schalke. Essen immer gut. War das Kaminski hier? Freunde. Das ist richtig geil. Freunde. Es wird reingesnackt. Hier gibt's. Das ist doch Kaminski oder bin ich blöd? So geiles. Mann! War das Kaminski? Es wird reingesnackt. Hier gibt's so geiles Essen. Sicher! Kaminski rennt da einfach rum. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Sei ehrlich. Komm nur deswegen. Freunde, lasst euch nichts erzählen. Das hier ist das Beste, was ihr essen könnt. Die Schalker Currywurst. Ich sag's immer wieder, einfach vertrauen. Currywurst, Bier, Tor. Ja, da war die Szene, ne? Schmeiß doch die Wurst da vorne, Alter! Ich hätte die Wurst geworfen, ich bin ehrlich, ne? Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Und kann sofort aufladen. Hier wird gar nichts aufgeladen. So wichtig. Und was ein Call, Junge. Tor für unsere Mannschaft. Yes! Ey, der prüft es schon wieder. Bitte, der Schiri soll bitte sich mal. Deswegen spielt er nicht, essen zu gut. Ey, bitte. Bitte, ohne Scheiß, Mann. Ich hab ernsthaft keinen Bock mehr. Reicht doch, Alter. Ey, ich kann es nicht mehr. Es geht mir so auf die Eier, Digga. Ich habe keinen Bock mehr. Tritt gegen den Becher, mach's doch einfach. Guck mal, wie rot ich bin. Das ist gut. Broski saß einfach, hat so gefilmt, hat so gesprochen und sich die ganze Zeit selber gegen den Kopf geboxt. Bruder, was ist denn für ein Flatschen, Alter? Das ist doch safe seine Faust gewesen, oder? Der wird so gefilmt haben die ganze Zeit. Jetzt kommt das... Ja. Jetzt bin ich gespannt, jetzt ist vorbei, ne? Nein! Jetzt ist vorbei. Nein! Ach, Bruder. Ich hab keine Lust mehr, ich kann es nicht mehr.
Nein, das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Natürlich war der Abschlag. Bodenlos, wirklich. Kann man so viel Scheiß am Fuß haben? Aber ich wär ein Zeit, jeder Schalke-Fan war genauso im Stadion. Wenn du im Stadion sitzt, ist nochmal was anderes, nochmal alles viel intensiver. Mich hat's hier zu Hause schon angekotzt, aber im Stadion ist, glaube ich, nochmal eine komplett andere Nummer, ne? Also ich wär, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Noch schlimmer als Broski. 1000%. Ich wäre so abgefallen. Ich wäre, glaube ich, reingegangen, Alter. Ich glaube, ich wäre reingegangen und hätte gegessen oder so. Das ist unfassbar. Ex halber 400 Kilometer gefahren und dann erlebt man so ein Spiel. Boah, da kannst du echt einpacken, ne? Ganz viel Applaus für Michael Frey. Sehr starke kämpferische. Ja, viel gearbeitet davon, ne? 5 Minuten noch ein bisschen Nachspielzeit. 90. plus 5 oder so. Wir haben noch mal einen Freistoß. Bitte, Rodri, komm, Junge, du kannst ja, das. Der war gar nicht gut geschossen. Du kannst das, Rodri. Der war gar nicht gut geschossen. Kein Geschnibbel! Hau das Ding in der Hand! Du kannst das, Rodri. Du kannst das, Junge. Oh. Vorbei. Drittes 0-0 in Folge. Und es war wieder so viel mehr drin. Mann, Alter. Mannschaft kriegt den absolut verdienten Applaus. Geil. Komplette Nordkurve ist noch da. Ich bin in der Bar und wir sammeln jetzt Stimmen nach dem Spiel. Also Schalke. Bruder, wisst ihr, an wem ich Finn erinnert? Wer von euch kennt die Fußbräuchs? Kennt einer die Fußbräuchs von euch? An den Sohn. Ich weiß, boah, wie heißt der, Alter? Nee, Frank war der Vater. Oh, herrlich. Verteidigung mittlerweile gut, Mittelfeld gut, aber wenn du vorne keine Tore schießt, dann kannst du nicht über 0-0 hinausgehen. Also, ja. Haben wir wieder was gelernt. Wenn du vorne kein Tor schießt, kannst du nicht über ein 0-0 hinausgehen. Finn, neuer Gast in Ed Broski Show als Social Media Experte. Viele Bier hast du getrunken? Ich habe heute via Pika von 4 Uhr gekommen. Ich habe einen Kollegen. Pro Person 13 Bier gesoffen. Also 0-0 ist schon ganz gut, dreimal hintereinander. Nächstes Mal gewinnen wir gegen die Union. Also Leute, ihr müsst sagen, Schalke ist die einzige Mannschaft, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die bis jetzt 0 Gegentore in der Rückrunde hatte. Aber davor 0 Tore. So Freunde, ich bin mittlerweile im Bett. Ja. War ein sehr nice Abend. Also ich bin ehrlich. Ich finde die Stadion-Vlogs von Broski echt unterhaltsam. Aber über die Abmoderation, da müssen wir wirklich mal anfangen, drüber zu sprechen. Letztes Mal Podcast-Folge mit einem so einem hellen Licht in der Mitte. Und jetzt liegt er da wie MC Nackedei im Bett und... Bruder, änder das bitte, Alter. Mach vom Stadion Abmod oder so, aber... Ein oder andere Getränk getrunken. Ja, zu Schalke. Gutes Spiel gemacht. 3 Spiele im Stück, leider ohne Tor. Was soll ich euch erzählen? Ich bin alles in allem echt zufrieden. Ja, leider musst du langsam auch mal irgendwie ein Spiel gewinnen, um noch drin zu bleiben. Stimmung war brutal gut. Alles andere. Ja, wird nicht leichter. Auswärts bei Union Berlin jetzt als nächstes. Hoffentlich können wir da irgendwas holen. Wieso zappelt er so mit seiner Kamera rum? Like da, wenn euch der Stadion-Vlog gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Und zwar direkt übermorgen bei Liverpool gegen Everton. Ich bin beim Merseyside Derby. Also Abo dalassen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Und danach wurde die Peitsche aber ordentlich Dings. Guter Vlog. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe von diesem Video nach dem Spielverlauf. Check gerne Brossis Kanal ab. Das Zweitkanal, da kommt auch das Mercy-Zeit-Spielchen hoch. Gerne abchecken. Ich finde das gut, ne? Gerade nach so einem Spiel nochmal live seine Reaction zu sehen. Besser wie jeder Text auf Twitter, ne? Ich bin ehrlich zu euch.